Liebe Zuschauer, aus aktuellem Anlass haben wir unser Programm geändert. Ja, hallo meine Fuzzi-Bärchens und... Pingelingeling erstmal. Kirmes im Kopf ist das Wichtigste und deswegen waren wir sonst. So, heute machen wir mal ein kleines Infovideo und zwar... ist es so, dass ich euch gefragt habe, wann ihr am liebsten meine Videos guckt, also um welche Uhrzeit, ne? Also wann seid ihr zu Hause, wann habt ihr Bock mal auf YouTube zu gucken und so weiter und so fort. Und da habe ich euch zur Auswahl gestellt, ich habe es mir hier aufnotiert sozusagen auf meinem Schreiben-PC, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr oder später und 32%, hier ist nochmal eingeblendet, genau. 32% haben sich tatsächlich für 18 Uhr entschieden. Das bedeutet, die Videos im April oder ab April werden die wöchentlichen Videos ab 18 Uhr erscheinen. Die Reviews am Sonntag bleiben gewohnt bei 12 Uhr mittags. Das ist mal ganz gut zum Ausnüchtern, so ein kleines Video gucken, ne? Vielleicht mal so ein bisschen wach werden von dem Geschepper, was man da manchmal vorstellt. Oder manchmal auch ganz einfach ein paar ruhige Klänge, falls man noch so auskatern möchte. Dafür ist der Sonntag 12 Uhr perfekt geeignet für ein Review. Ansonsten machen wir natürlich mittwochs immer irgendein dickes Ding, sei es durch die Nacht oder Kochen oder Toy-Tour. Also irgendwas Großes. Montags und freitags dann meistens Reviews, so auspacken, ne? Also so Auspack-Unboxing-Reviews. Kann aber auch mal sein, dass irgendwie was Schräges dazwischen kommt, wie zum Beispiel Gore-Minister Least, das neue Erfolgsformat. Jeden letzten Freitag im Monat kommt das jetzt immer raus. Sind wir aktuell bei Folge 3, im April kommt Folge 4. Das erscheint dann aber alles um 18 Uhr. Dann könnt ihr euch nach dem Feierabend euch dann mal so ein bisschen gemütlich machen. So, jetzt trinke ich noch einen und dann muss ich leider noch eine kleine schlechte Nachricht loswerden. Also geht gleich los, ne? Nicht zu ungeduldig sein. Pingelingeling. Prost. Danke. Ja, erst einmal tausend Dank für den Support, dass du jetzt gerade zuschaust. Oder dass ihr alle zuschaut und mich auch teilweise mit großartiger Musik bemustert und mir die zuschickt, damit ich die reviewen kann. Ne? Also ich mache das ja auch sehr gerne und ich helfe Bands da auch gerne, ein bisschen Reichweite zu kriegen, weil ich das sehr wichtig finde und mir das auch ein Anliegen ist, weil sich viele große Magazine oder so nicht für kleine Bands interessieren. Dafür gibt es den Minister, ich höre mich in alles rein, ist mir scheißegal, was ihr mir schickt. Naja, gut. Ne, politisch geartet, da müsst ihr, ne, da könnt ihr hier mal, ne, wisst ihr schon, ne? Also, ne, nicht von der falschen Seite kommen. Ihr wisst, was ich meine. Gute Musik ist, findet hier immer ein Zuhause. Jetzt aber die schlechte Nachricht. Bis Juni muss ich leider Review-Stopp machen. What? Weil es hat sich so viel angesammelt, es kam immer mehr und mehr und mehr und mehr, dass ich so mal meine Slots durchgeguckt habe und tatsächlich bis Juni oder vielleicht sogar noch einschließlich Juni verplant bin mit Reviews. Es tut mir sehr leid, liebe Bands, dass das aktuell keine Option für euch ist. Aber gut, da stehen halt viele Schlangen. Ich hätte mir das auch nie zu träumen gewagt, dass mir wirklich Leute so viel Scheißdreck schicken. Letztens erst jemand aus Mexiko, ne? Und Reviews von mir wollen. Ja, ich fühle mich gebauchpinselt und gestresst zugleich, weil das ist sehr viel Stress, das immer so zu machen, wöchentlich. Aber ihr kennt mich, ich bin Maschine, ich habe hier immer einen im Tank. Und dann kriegen wir das nämlich auch alles schön hin. Ja, wie gesagt, so. Neue Sendezeiten, April 18 Uhr, die Hauptvideos, sonntags 12 Uhr Review, das ab April. Bis Juni bitte keine Einsendung mehr. Da muss ich erstmal schauen, dass ich den ganzen Bands gerecht werde, die mir jetzt ihren Kramsachen geschickt haben. Unter anderem richtig tolles Zeug, schöne Platten, schönes Vinyl, schöne Musik habe ich teilweise auch schon reingehört. Großartig, also da kommen noch einige Empfehlungen, die ihr vielleicht noch nicht so auf der Kette hattet, die euch aber sicherlich oder dem einen oder anderen unter euch gefallen können. Ich weiß, die einen mögen mehr Metal, die anderen Black Metal, Death Metal. Das ist ja hier sehr weit gefächert und ein breites Potpourri. Finde ich auch gut und ich finde das so gut, dass meine Zuschauer genauso divers im Geschmack sind wie ich. Das macht das Ganze noch viel runder. Oh, jawohl, der war ja mal ordentlich. Und das ist auch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, für dieses kleine Infovideo. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Habt sehr, sehr, sehr viel Spaß bei dem, auch was ihr auch immer ihr tut. Ne? Ich weiß nicht, Samstag oben, so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich wünsche euch mal ein Wochenende. Und auch wenn es Montag ist, kann man trotzdem Wochenende haben. Wenn man einen Tank hat, dann hat man immer Wochenende. Pingelingeling. Prostata, tirallala. Und jetzt könnt ihr auch abschalten, ne? Vielen Dank nochmal für den Support, ne? Also,
Ich neige mein Haupt in Ehrfurcht. Abschalten, 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 Pop abschalten.